Horizon Zero Dawn ist unser nächstes Thema. Christian war in Amsterdam und konnte das PS4-exklusive Actionspiel da auch tatsächlich spielen. Also du hast dich mit dem Controller dahingesetzt, hast ein paar Hauptquests gespielt. Ich glaube, die ersten drei, ne? Hast du gerade erzählt. Genau, die ersten drei und später noch ein bisschen was, wenn das Spiel sich öffnet. Und darüber möchten wir jetzt natürlich ein bisschen reden. Ihr seht im Hintergrund ab und zu mal ein paar Spielszenen, die uns Sony zur Verfügung gestellt hat. Ja, Christian, erzähl doch mal, wie hat sich's denn angefühlt? Es hat sich sehr gut angefühlt. Ja. Ich konnte es ja auf der E3 schon mal kurz spielen. Das war ja nur so eine abgegrenzte Sandbox. Das war nicht das eigentliche Spiel. Da merkte man schon, dass die Steuerung sehr gut funktioniert mit Schleichen, Jagen, Schießen, Ausweichen, was nicht alles. Das ist also sehr geschmeidig gemacht alles. Ja. Und jetzt konnte ich es halt richtig spielen, den kompletten Anfang. Und es steuert sich sehr, sehr gut. Also man merkt einfach, sie haben sich überall sehr viele Gedanken gemacht und viel Zeit investiert, um das so umzusetzen. Also ich hatte jetzt nie den Eindruck, oh, das ist aber hakelig. Ja. Oder, das ist schön flüssig oder, schon toll, mal, das fühlt sich einfach gut an. Ja, Figur, toll, ja. Jetzt hänge ich in der Ecke fest oder sowas. Ja. Das gab's nicht, nee. Genau. Ja, Horizon Zero Dawn ist ja ein Actionspiel in erster Linie. Also man läuft da ja mit der Heldin, die hat ja diesen wunderschönen Namen. Aloy, genau. Läuft man ja durch so eine Welt, die halt, keine Ahnung, so 1000 Jahre nach dem großen, nach der großen Apokalypse irgendwie stattfindet. Ne? Genau. Wirkt alles ein bisschen prähistorisch, aber auch technisiert, kann man das so sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist, wie du schon sagtest, 1000 Jahre nach dem Untergang der Zivilisation. Man weiß aber nicht, was genau passiert ist. Auch das ist ein Teil im das Spiel, dass man das herausfindet. Und es ist, die Natur hat sich alles zurückerobert. Die Menschen sind, ja, ich will nicht sagen steinzeitlich unbedingt, aber sie sind schon in so Stämme wieder zusammen. Sie bauen sich eben ihre Festungen aus Holz und führen bis auf wenige technische Ressourcen, sage ich mal, doch ein recht rückständiges Leben. Und dagegen stehen halt eben diese Maschinenwesen, die durch diese Welt streifen. Ja. Da weiß man auch nicht so ganz, wo ist da der Unterschied? Was ist das, wie sind die da Zivilisation, solche Sachen. Ja, die sind wohl irgendwann mal von Menschen gebaut worden, aber keiner weiß so richtig jetzt mehr, wo die herkommen. Also Story ist halt ein wichtiges Element einfach von dem Spiel, das Rausfinden, was da passiert ist, die Quests. Das Ganze hat ja auch so RPG-Elemente, oder? Kann man das so sagen? Mhm. Und die Frage wäre auch, wie wichtig sind diese RPG-Elemente? Also es ist mehr Rollenspiel, als die meisten wahrscheinlich denken. Wenn man so hört, okay, Guerilla Games macht ein Action-RPG, dann denkt man sich, der Fokus liegt ganz klar auf der Action. Wie es ja gerade gesagt hat, ne? Eigentlich so, das ist doch ein Action-Spiel. Ja. Aber scheinbar dann doch nicht. Nee, es ist sehr Witcher 3 ähnlich in gewissen Aspekten. Also es ist nicht einfach nur simples Hau drauf. Man holt sich seine Quests, die teilen sich auch schon mal auf. Es gibt Hauptquests, Nebenquests. Da ist alles bei, halt eben, gut, Story-Mission, klar. Dann kleine Quests, wo du nur was sammeln musst. Mini-Story-Aufgaben. Meine Tochter ist im Wald verschollen, hol sie doch. Und, also dann öffnet sich das so ein bisschen. Das ist also wirklich ein RPG-System. Du redest viel mit NPCs. Ja, genau. Nicht so. Questgeber, Händler. Ja. Du hast eben Multiple-Choice-Dialoge mit verschiedenen Konsequenzen dann, die sich nicht auf das Spielende auswirken sollen, aber immer so ein bisschen, dass man sich mehr reinfügt in dieses Spiel, meinte der Game Director zu mir. Also es ist wirklich ein RPG, das kann man so sagen. Klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Zum RPG gehört natürlich auch Crafting. Wir haben ja auch im Vorfeld schon gehört, dass Crafting da eine Rolle spielen wird, eine große Rolle. Wie sieht denn das Crafting-System aus? Wie verhält es sich mit den Ressourcen? Konntest du das auch schon mal antesten? So? Ja, das bekommt man am Anfang beigebracht im Tutorial. Man fängt nämlich nicht direkt mit der Aloy an, die man aus den Trailern kennt, sondern mit der kleinen sechsjährigen Aloy. Ach so, okay. Und der wird das eben beigebracht und mit ihr wird das auch uns beigebracht. Dann. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist sehr simpel gehalten eigentlich. Du siehst irgendwo Holz, dann gehst du hin, drückst auf den Knopf, hast das Holz im Inventar. Ja. Und mit diesem Holz kannst du dann Pfeile zum Beispiel herstellen. Das ist auch ganz einfach. Du drückst auf L1, es öffnet sich ein Ringmenü. Du siehst die Waffenauswahl, gehst auf die entsprechende Waffe, wählst da die Munition aus mit dem Stick, drückst auf X. Und wie von Zauberhand
hast es hergestellt. Okay, genau. Verstehe, ja. Und du kannst auch Heilkräuter sammeln. Mhm. Die wandern dann direkt in deinen Medizinbeutel dann zum Beispiel. Also das ist recht simpel gemacht. Aber genauso eigentlich wie die Talentbäume hat man auch wieder, das ist dreigeteilt, Jäger, Kämpfer und, jetzt will ich nicht Mist erzählen, ich glaube Technik. Ja. Wo man dann eben verschiedene Talente sich mit verdienten Erfahrungspunkten kaufen kann. Und dann entsprechend in einem Baum quasi Skills. Also ja, man kann sich zum Beispiel dann einen Skill holen, dass man aus dem Verborgenen mit einem Schlag sofort jemanden killen kann, wenn der einen nicht gesehen hat. Mhm. Oder dass man jemanden unlockt oder dass man kein Geräusch mehr macht, wenn man irgendwo runterspringt oder so, dass man sich anschleichen kann. Wie man es halt haben will und wie man es kennt von vielen RPGs oder RPG-lastigen Spielen bei Far Cry oder so, gibt es ja auch dieses System. Genau, ja. Also Crafting, großes Ding zum Quest-Design, hast du ein bisschen schon gerade auch was gesagt. Es ist halt dieses tatsächlich hier, erfüll das, kill den, bring irgendwie was, ja. Ja, zumindest die Nebenquests. Nee, weil du hast ja gerade mit Witcher 3 hast du schon einen Vergleich gebracht. Mhm. Ne? Dem musst du dir jetzt ein bisschen Nachfragen gefallen lassen, weil Witcher 3 ist natürlich ein sehr, sehr großer Titel. Ja. Und was da das Questdesign angeht, das Charakterdesign und so, hat der ja Maßstäbe gesetzt. Ne? Glaubst du, Horizon Zero Dawn hat das eh nicht das Zeug dazu? Das kann man noch nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig gesehen. Denn die meiste Zeit habe ich eben mit dem Anfang verbracht, wo das Spiel noch nicht so offen ist und einem mehr Dinge eben beibringt noch. Es ist sehr Witcher-ähnlich eben, weil man diese toll präsentierten Hauptmissionen einmal hat und dann die sich auffächernden Nebenquests, wo man Sammelgraben oder irgendwelche kleinen Story-Happen hat. Mhm. Ich hatte jetzt eine Nebenquest, wo ich eigentlich auch nur dachte, ich finde die Tochter von dem Typen und das war's. Aber das hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Da war dann so eine kleine Story hinter. Sie ist eigentlich nur auf der Suche nach dem Speer, der toten Mutter gehört hat und die jetzt in einem Monster drin steckt und das ist halt wertvoll für sie persönlich und sowas. So eine kleine Story, wie man es auch oft aus Quests bei Witcher kennt. Ja. Eben. Ob das jetzt oft vorkommt, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Ja. Denn The Witcher hat da wirklich Maßstäbe gesetzt mit gerade was die Sidequests tollen, angeht, diese tollen kleinen Geschichten, die es immer wieder erzählt hat. Ja. Das weiß ich nicht. Aber das grundlegende Design ist sehr ähnlich. Okay. Gut, kommen wir noch ein bisschen auf die Technik zu sprechen. Hast du es eigentlich auf einer PS4 Pro gespielt? Weißt du das? Nee, ich habe es auf einer normalen PS4 gespielt. Okay. Technisch ist Horizon ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Die Spielwelt ist unfassbar schön und detailliert gestaltet. Also wenn man irgendwo steht und guckt, was da allein im Hintergrund noch zu sehen ist, diese Weitsicht, und da ist ein Berg noch, und dann siehst du, wie die Blüten durch den Wind fliegen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch die Lichteffekte, wunderbar. Allerdings, wenn man sich durch die Welt bewegt, sieht man auch immer sehr klar, dass Texturen vor einem nachladen. Das ist sehr auffällig. Und die Framerate ist bislang nicht so ganz konstant. Mhm, also in dem ersten Abschnitt, die ersten drei Quests, die ich gespielt hatte, da war es so, dass man merkte, dass es leicht unter die 30 Frames ging. Aber es war immer spielbar. Also man hat einfach nur gemerkt, okay, das ist ein bisschen drunter. Vielleicht merkt man es auch nur, wenn man drauf achtet. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber dann der zweite Part, den ich gespielt habe, wo die Welt dann größer war und noch mehr Action passiert ist und alles, da hat es schon manchmal auffällig geruckelt. Und da müssen sie halt noch ein bisschen was dran machen. Ich meine, was ich jetzt gespielt habe, das wird nicht Stand jetzt sein. Man bekommt ja immer ein Bild von dem Spiel, der ein paar Wochen oder auch mal zwei, drei Monate alt ist. Deshalb sollte man jetzt nicht in Panik verfallen. Aber das ist halt ein Ding, wo dran gearbeitet werden muss, ab dem Bild, den ich gespielt habe, auf jeden Fall noch. Also grundsätzlich klingt das schon sehr, sehr positiv, was du uns da erzählst. Also gerade auch, wie das gestaltet ist und in welche Richtung diese Quests gehen und so. Wusste ich jetzt noch nicht. Freue ich mich jetzt drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich hoffe, dass es halt in die Richtung geht. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Die Story hat mich überrascht tatsächlich. Also es ist halt auch wieder so ein Ding. Von Guerilla denken wir jetzt nicht unbedingt, dass die ein Storyspiel machen. Ja. Aber das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Es fängt halt schon damit an, dass man eben diese kleine Aloy ist. Und sie machen das nicht so
dass sie einem diesen Charakter auf die Nase drücken oder so, das ist ein ganz liebes Mädchen und so. Nee, das ist auch schon mal eine kleine Rotzgöre und die gibt Widerworte. Und das wirkt einfach natürlicher, auch diese Dialoge mit ihrem Ziehvater. Und dieses ganze Szenario, dass sie und ihr Ziehvater Ausgestoßene sind, mit denen niemand von diesem Stamm in der Nähe sprechen darf und sowas. Da sind sehr, sehr schöne Sachen bei. Also es war eine Szene, wo die kleine Aloy beobachtet, wie andere Kinder Beeren sammeln und dann zu einer Frau hingehen und ihr das zeigen und dann werden sie gelobt und alles. Ne? Und sie freut sich dann schon, nimmt auch so ein paar Beeren, geht zu der Frau hin und die schreit nur panisch und läuft weg und sowas. Das ist nur ein kleines Beispiel, es sind sehr viele Sachen, wo es in eine recht emotionale Richtung geht. Wo du eine emotionale Verbindung hast zum Charakter. Sie sind sehr langsam in der Erzählung am Anfang, aber sie binden einen sofort an die wichtigen Charaktere. Und das hätte ich dem Spiel gar nicht zugetraut, dass es wirklich so eine starke Story-Richtung geht schon. Es ist ja auch relativ schwierig, gerade wenn man so ein Open-World-Spiel macht, da auch so eine überzeugende Geschichte irgendwie reinzubringen. Das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass es manchmal gelingt, manchmal halt nicht. Ja, ich denke, damit hast du eigentlich alles Wichtige abgedeckt. Hast natürlich noch einen Artikel, den wir euch natürlich auch ans Herz legen wollen. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, was der Chris da erlebt hat. Und ja, ein paar Videos sehen haben wir natürlich für euch auch. Habt ihr jetzt auch schon wieder reingeschaut. Und ja, im Grunde, ne, war es das, oder? Ich denke schon. Hast du noch etwas auf dem Herzen zu Horizon Zero Dawn? Sehr schöne Open World. Ja. Toll gestaltet. Überall Ablenkungen. Man kommt kaum dazu, eine Quest zu machen, weil, oh, da ist schon wieder was aufgeploppt. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Da muss ich mal hin. Nee, toll gemacht. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe eben, an der Technik wurde noch ein bisschen gearbeitet in der Zwischenzeit und dann wird es ein richtig, richtig cooles Spiel. Wann kommt's? Am 1. März. Am 1. März. Also ist nicht mehr lang hin. Und ja, sind wir mal gespannt, ob das halt das halten kann, was es jetzt schon verspricht. Danke, Chris. Euch danke fürs Zusehen.